Tag 4 und ich bin immer noch hier. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist Manny von Manny's Bastelshop. Ich habe noch ein Layout für dich. Und zwar sind wir jetzt bei Tag 4. Du siehst es schon, die Kreise, also ist das hier oben wieder an der Reihe. Ich glaube, das wechselt so zwischen den ganzen, die ich dir jetzt schon nochmal gezeigt habe, ab. Heute habe ich schon einen Stempel vorbereitet und zwar ist das von Mama Elephant, der Garden Frame. Das ist Strukturpapier und ich habe jetzt vor, auf Strukturpapier zu stempeln. Ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach, aber ich probiere es einfach mal aus. Und wenn der Abdruck nicht so richtig wird, gibt es ja noch einen Plan B. Ich stempel aber erstmal den Abdruck und dann werden wir sehen. Also ich habe jetzt die Bordüre gestanden. Sieht ganz gut aus, ne? Also dafür, dass es wirklich Strukturpapier ist und weil das dann so gut geklappt hat, habe ich hier noch ein paar Kleckse von CC Design und der andere, der Bordürenstempel ist von der Verielle. Also ich finde das ganz gut. Ich will jetzt nicht nur hier einen weißen Kreis aufkleben und ich wollte auch irgendwie nichts draufkleben und deswegen musste eben irgendwie Farbe aufs Papier gebracht werden. Ich soll es ja werden. Und ich habe jetzt mal von Old & New die Fineframe-Stanze verwendet. Diesmal auch gleich mit doppelseitigem Klebeband. Und jetzt muss ich mal gucken, wie viele Kreise ich aufkleben werde. Also alle vermutlich nicht, weil ich ja nicht so viel Platz habe. Und ich will ja auf jeden Fall die großen mit verwenden. So, ich habe es noch mal kurz umgeschlichtet. Ich glaube, so sieht es besser. Die restlichen werde ich später verwenden. Ich klebe erstmal das Papier auf. Und dann das Foto. Und ich das jetzt hier. So, das Herz kommt jetzt hier an der Unterkante. Und das Foto setze ich dann drüber. Jetzt eigentlich nur noch die Deko. Wo soll denn der Titel hin? Der Titel soll dahin. Das ist jetzt doof. Der Titel, der kommt jetzt bei mir da unten hin. Obwohl, da fällt mir gerade noch was anderes ein. Ich habe ja hier die kleinen Buchstaben. Sticker habe ich ja auch noch massig übrig. Und noch ein C. Genau das Gelbe. Die Blumen werde ich erstmal hier oben festkleben. Sonst fliegen die noch weiter rum. So, also das sind die zwei großen. Die kommen hier so hin und dann die kleine versetzt unten drunter. Und dann glaube ich fand die es. Und die werde ich jetzt, glaube ich, so schräg aufkleben. Auf den ersten Blick gefällt mir das jetzt. Aber ob ich das dann wirklich so mache, ist die andere Seite. Und dann würde ich mal sagen, noch ein paar Sticker. Mal gucken. Doch, ich glaube, das gefällt mir so. So, das gefällt mir jetzt so. Das bleibt jetzt auch so. Das passt hier ganz gut hin. Mit Aufkleber kann man sich ja echt austoben. Also mir geht es zumindest so. Aufkleber kann ich immer auch verwenden, in allen möglichen Formen. Passt das wieder zusammen? Hier drüben müsste noch irgendwas hin, ne? Hier noch kleine Kameras. Die passen doch auch. Jetzt eine weiße nehmen und die hier unten aufkleben. Und dann habe ich hier noch ganz viele Herzen. Und die werde ich jetzt eigentlich auch noch verteilen. Also zumindest so ein paar. So, weil ich immer drei dann, also entweder ein oder drei, weil hier sind ja auch drei mit dem Herz zusammen. So, ich jetzt noch einen dritten. Und dann denke ich, reicht's. Das wäre jetzt Layout 1. Gleich Layout 2. Das war es noch nicht, habt ihr hier noch die Fahnen. Die stecke ich jetzt hier rein. Verwende ich jetzt Flüssigkleber. Jetzt ist das fertig. Und dann gleich zum nächsten. Das Foto hat mir meine Tochter in die Tasche gesteckt und hat gesagt, kannst du mal bitte aufpassen? Ja, habe ich. Ich habe nur diesen Teil vergessen, ihr das zu geben.
Gut, jetzt spätestens, wenn sie das Video anschaut, weiß sie auch, wo das Foto ist. Aber ich glaube, sie hatte nie gefragt. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, sie hatte mich nie gefragt, wo das Foto ist. Vielleicht hatte ich ihr auch gesagt, ja, das gebe ich dir später mal, das habe ich jetzt zu Hause. Das kann durchaus sein. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Sketch das jetzt war. Ob das überhaupt einer war. Es kann sein, dass ich dafür keinen vorgesehen hatte. Aber das Gute ist, dann ist es ja schon verarbeitet. Und sie kann sich jetzt noch das Layout schnappen. Das ist dann höhere Gewalt. Die Fahne, finde ich, passt ganz gut hier. Da ich jetzt nicht genau weiß, ob die Mädels das in Ordnung finden, wenn ich das zeige, verdecke ich leider das Foto etwas. Und die Fahne kommt dahin. Ich habe noch so einen weißen Streifen und ich glaube, den weißen Streifen werde ich nutzen, um meine Stempel aufzubringen. Das hier erstmal drunter. Dann diesen Streifen. Als Stempel habe ich jetzt Meierrot verwendet, Honeybee und Wimsy. Muss ich hier noch ein paar Herzen verteilen. Jetzt kommt der Titel noch hierher. So, der Titel. Sticker für das Happy Days. Das ist ja der Abschnitt von dem Streifen, der immer hier, also von hier, von der hier. Den tacke ich jetzt nur fest. Und dann habe ich hier noch die Tim Holtz Gruppe Bilder und die werde ich jetzt hier drauf machen. Also da kommt hier unten eins hin. Das ist das Schöne, du kannst ja die eben so ausschneiden, wie du es haben möchtest. Also ich hätte ja hier auch noch weiter ausschneiden können. Aber ich finde das jetzt so ganz gut. Das geht aber ganz gut mit dem Falzbein. Das hatte ich ja bei dem gestern bei dem einen Layout hatte ich ja auch schon so ein Rubbelbild verwendet. Und bevor du es ablöst, einfach nochmal gucken, ob alles wirklich abgerubbelt ist. Aber da fehlen auch so ein paar kleine Ecken und die machst du dann eben noch. Man merkt das auch, wenn man das abzieht, dass das eben noch nicht so richtig abgeht. Also dann klemmt es noch irgendwo, beziehungsweise das Rubbelbild noch nicht richtig abgelöst. Perfekt. Und dann gehe ich einfach noch mal kurz mit dem Falzbein drüber, falls etwas noch locker sein soll, dass es dann noch festgepappt ist. Und hier oben noch das hin. Und dann denke ich mal, haben wir es mit dem Layout. Gut, da geht es schon selber ab. Dann ist es schon Layout Nummer 2. So, dann geht es gleich weiter mit Layout Nummer 3. Kreise, also wieder das. Kennst du ja schon. Die sind auch nicht mit Kleber versehen. Ja, ich glaube, muss sein. Ne? Das hatten wir ja gestern schon. Ich tue erstmal hier alles rüberschieben. Also ich glaube, das wird jetzt eine ganz starke Abwandlung. Das Layout sieht dann schon um einiges anders aus wie der Sketch. Aber das macht ja nichts. Ich mache ja an keinem Wettbewerb mit. Und von daher ist das okay. Und ich denke, die Kreise, die erkennt man immer. Also egal, wie rum jetzt das Layout gestaltet, eben solche markanten Kreise hat, das sieht man jetzt immer noch. Also ich glaube, morgen werde ich mir mal einen Tag Pause gönnen. Für dich nicht, für dich geht es nahtlos weiter. Ich habe keine Lust, ein Video zu drehen. Und dadurch, dass ich hier schon etwas vorgearbeitet habe, ist das überhaupt gar kein Problem. Und kann dann mit voller Elan in den nächsten Tag starten. Ja, es ist jetzt echt eine starke Abwandlung, aber gut. Dann habe ich das jetzt mal ordentlich zerpflückt und was Neues dort draus erschaffen. So, den einen, den brauche ich auch nicht mehr. Klebe ich schon mal das Papier auf.
weil daran wird sich ja auch nicht mehr so viel ändern. Ich habe jetzt hier noch einen Streifen abgeschnitten von dem Papier, damit das noch etwas zu groß war. Und den Streifen, den habe ich jetzt so abgeschnitten, dass eben die Schmetterlinge noch erhalten sind, also mindestens einige. Die verwende ich dann einfach bei einem anderen Layout. Also ich verwende echt so gerne das Fugenband. So, mal gucken, ob er, mein kleiner Tacker, das schafft. Ich bin gespannt. Hat er geschafft. Cool. So, ich klebe jetzt noch den Titel auf. Der soll hier oben hin. Buchstaben habe ich hier zwischen den zwei Sternen aufgeklebt. Da habe ich das so an einen Einsatzpunkt genommen und dann eben in der Mitte noch den anderen Stern. Hier noch ein paar Sterne, ein paar Herzen. Die werde ich noch verteilen. Und dann denke ich mal, soll es das auch gewesen sein. Stempel habe ich ja schon. So, und ich denke mal, das reicht jetzt. Das war jetzt Layout 2 und ich sehe gerade, ich habe mein Mikrofon heute nicht dran. Mache ich es eben jetzt noch an. Ich bin mir heute echt so unsicher, ob das scharf ist. Das war Layout 2 heute. Nee, Quatsch, Layout 3. Das war ja schon Layout 3. Okay, ups. Wenn ich dann einmal dabei bin, dann rennt die Zeit. Zeig dir jetzt nochmal die Layouts von heute. Also das war das erste. Das zweite und das ist das dritte. Und damit danke ich dir heute fürs Zusehen. Bis morgen. Tschüss.